Berghai. Wer unsere Videos bis zum Ende schaut, kennt diesen Ausruf und hat ihn schon zu Genüge gehört. Doch wofür steht Bergheil? Was heißt das überhaupt und wann kann man das sagen? Beziehungsweise was spricht dagegen, es zu sagen? Hinter dem Ausruf Bergheil verbergen sich viele Mythen, Halbwahrheiten und auch sehr viel Kritik. Was Bergheil mit dem Nationalsozialismus, Emil Zsigmondy und dem wahren Bergsteigen zu tun hat oder eben nicht, darum geht es im heutigen Video. Das allererste Mal hörte man Bergheil auf dem Olperer, als ihn Ludwig Porcella, August von Böhm, Otto und Emil Zsigmondy ausgerufen haben. Oder war es doch wer anderes auf dem Ortler? Ganz so sicher ist man sich über die Herkunft nicht, beziehungsweise gibt es keine echten Beweise. Egal wer und wo es war bereits im 19. Jahrhundert ein üblicher Gruß im Hochgebirge. Assoziiert wird der Ausruf Bergheil häufig mit Geschehnissen der Vergangenheit, über die man nur ungern nachdenkt. Dem Nationalsozialismus und der gesamten Ideologie dahinter. Bekannt ist, dass das Bergsteigen eine sehr deutsche Angelegenheit, vor allen Dingen in Zeiten des NS-Regimes war. Hier wurde der Ausruf Bergheil häufig und gerne verwendet, denn er war die bergsteigerische Anpassung an das gesellschaftlich wertvolle Siegheil oder Heil Hitler. Tatsächlich lässt sich also sagen, dass man 1881 bei der Etablierung dieses Grußes keine Ahnung haben konnte, wer sich diesen Ausruf zunutze machen würde und wie Abwandlungen davon in Zukunft wirken könnten. Dass man dem Ruf Bergheil grundsätzlich und ganz unabhängig vom Nationalsozialismus, weil dieser ja viel später war, dennoch eine deutsche Herkunft zuspricht, tut dem Ganzen keinen Gefallen. Doch das Wort Heil, welches so oft mit nationalsozialistischen Gesinnungen in Verbindung gebracht wird, ist eigentlich keineswegs politisch gemeint gewesen. Schon vor der politischen Auseinandersetzung wurde der Gruß unter Turnern, Jägern, Skifahrern und auch Anglern ausgerufen. Demzufolge müssten alle diese Menschen schon lange vor der missbräuchlichen Verwendung durch das NS-Regime Nazi-Vorreiter gewesen sein, was definitiv nicht der Fall war. Letztlich ist Heil oder auch Heile ebenso ein Gruß, nämlich bis heute. In Westösterreich ist es immer noch keine Seltenheit, mit Heil begrüßt zu werden, und diesen Menschen aus Prinzip pauschal nationalsozialistisches Gedankengut zu unterstellen, wäre sehr fahrlässig und schlichtweg falsch. Doch Bergheil hat nun mal den Umständen geschuldet einen Sonderstatus. Denn während die heimischen Angler und Skivereine zwar während der NS-Zeit auch Sympathien für das Regime hatten, beziehungsweise haben mussten, war der Alpenverein mit dem Nationalsozialismus eng verwoben. Und das bis zuletzt mit großem Stolz. Erst nach dem Krieg begann eine mühselige und langwierige Aufarbeitung, wobei das ist definitiv Thema für ein komplett eigenes Video. Somit kann man beim Ausruf Bergheil schon in gewisser Weise einen salzigen Nachgeschmack haben. Doch letztlich darf man nicht vergessen, dass der Ursprung des Ausrufs ausschließlich der Freude über den Erfolg am Berg galt und keine politische Gesinnung dahinter steckte. Wer also Bergheil am Berg von jemandem hört, hört keinen Aufruf zur Wiedererrichtung des Dritten Reichs, sondern lediglich einen klassischen Ausruf über das Gipfelglück. Die Tatsache einer besonderen Leistung in Form des Besteigens eines schwierigen oder anspruchsvollen Berges bedarf für viele einer besonderen Würdigung. Und das ist absolut in Ordnung. Wenn man sich untereinander also auf diesen Bergen sieht, möchte man dem gegenüber auch Respekt dafür zollen und eine unübliche Leistung absolviert zu haben und für den weiteren Verlauf alles Gute zu wünschen. Das ist in der Regel der Hintergedanke hinter diesen Worten. Eine Verwendung unter einem nationalsozialistischen Gesichtspunkt halte ich persönlich heutzutage für eher unwahrscheinlich. Und letztlich bleibt es jedem selbst überlassen, so zurückzugrüßen oder eine andere Form oder gar keine Form des Grußes zu verwenden. Wichtig ist nur zu wissen, dass der Ausdruck Bergheil nicht den Ursprung im Nationalsozialismus hat, jedoch leider sehr missbräuchlich verwendet wurde. Doch nur, weil manchmal schlechte Menschen die richtigen Worte verwendet haben, sollte uns das nicht den Mund verbieten, wenn wir der Meinung sind, dass es diese Worte sind, die unsere Emotionen gegenüber dem Bergsteigen und am Gipfel richtig beschreiben. Oder um es ganz plakativ auszudrücken, Zigaretten waren in Kriegszeiten ein Statussymbol und viele Soldaten der Nationalsozialisten haben in ihren freien Momenten geraucht. Doch niemand würde heute einen Raucher instinktiv mit einem Nazi in Verbindung bringen.
Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, zugegeben. So glaube ich, dass die Nachricht dahinter schon rüberkommt. Wer wie jemanden am Berg begrüßt, das ist völlig egal. Wir sollten uns am Berg gegenseitig respektieren. Höflich sein, freundlich sein und vielleicht auch die ein oder andere Unterhaltung einschieben können. Politik sollte in der heutigen Zeit am Berg nichts verloren haben, denn wir sind in der Zivilisation und im Alltag ausreichend damit umgeben. Wir brauchen einmal Abstand von Politisierung und irgendeinem ideologischen Gedankengut. Doch wer Bergheil als eine solche sieht, sollte sich nicht gezwungen fühlen, solche Grüße zu verwenden oder zu erwidern, sondern einfach das sagen, was einem gefällt und zusagt. Nun habt ihr ein wenig Hintergrundwissen zu dem mehr oder weniger bekannten Ausruf Bergheil. Ob ihr am Gipfel Bergheil, grüß euch oder gar nichts sagt, das würde uns wirklich interessieren. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Wusstet ihr über die Herkunft und die eigentlich falsch zugeordnete Herkunft zum Nationalsozialismus Bescheid? Und findet ihr diesen Gruß unpassend? Wenn ja, wieso? Ein sehr diskussionsfreudiges Thema, ich weiß, aber bitte unbedingt sachlich bleiben. Falls euch solche Videos gefallen, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren YouTube-Kanal. Wenn ihr Beiträge und vieles mehr sehen wollt, dann geht auf alpenacademy.at. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit und tschüss. Nein, Moment. Bergheil.